Ich kaufe Fake-Produkte von Betrüger und rufe sie dann an. Ja, komm, das gucken wir uns mal an. Klingt doch an sich spannend. Alle. Scammer, Betrüger, Abzocker. Oft am Telefon, häufiger im Internet. Vorgetäuschte Liebe, falsche Identitäten, Geldversprechen, die nicht eingehalten werden. Auch ich selbst hatte damals bei meiner Wohnungssuche mit Betrügern zu tun. Yo, das Video ist sau leise eingestellt. Das ist mega leise eingestellt. Also es liegt nicht an mir, dass es gerade so leise ist. Welche Vermieterin gibt dabei an, im Ausland zu sein und alles online klären zu wollen? Ihre Agenten würden mir dann die Wohnungsschlüssel geben, sobald ich alle meine Daten angegeben habe und natürlich die Kaution überwiesen wurde. Man muss bei sowas echt nicht lange überlegen, um zu wissen, dass sowas absoluter Scam ist. Aber es gibt nun mal... Ja, das Zimmer sieht geil aus, ne? Mit Küche direkt. ...sowas gar nicht wissen und dann tritt man halt in die Falle, ne? Betrug im Internet ist längst kein seltenes Phänomen mehr und fordert immer wieder Opfer. Oft ist das Geld dann weg und der Schaden groß. Gerade auf Plattformen wie eBay Kleinanzeigen versammeln sich viele Scammer, da dort so gut wie jede Anzeige zugelassen wird. Passt dort unbedingt auf, denn bei Zahlungsmethoden wie Überweisung und PayPal kann man ganz leicht abgezogen werden. Auf diese Videoidee bin ich gekommen, weil der YouTuber TJ letztens außersehen ein Fake-Pokémon-Display auf eBay gekauft hat. Hab ich das gekauft, mit Rechnung. Gestern Abend, weil ich mich hypen wollte, wollte ich einen Booster aufmachen. Dann habe ich halt bemerkt, habe ich einen Booster aufgemacht und das ist mir aufgefallen, so, hä? Das Ding ist ja auf Englisch, das soll gar nicht auf Englisch sein, ich habe auf Deutsch gekauft. NT, grüß dich, ja, die Karten sind nicht echt. Natürlich hat der Verkäufer so getan, als wäre es echt. Also versuche ich nun mit Absicht, angeblich originale, aber obviously Fake-Produkte zu kaufen. Danach werde ich die Produkte testen und die Person damit konfrontieren. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um zu erfahren, wie die Verkäufer reagiert haben. Ich danke euch für mittlerweile 75... Okay, sehr spannend, sehr spannend. Also, dass er das halt selber macht und sich selber somit finanziell in den Ruin stürzt. Wer Bock drauf hat, kann das natürlich machen, ne? Selber dran schuld. 70.000 Abonnenten. Big Shoutouts gehen dabei auch raus an die ganzen Streamer. Aber für die Qualität, 75.000 Abonnenten. Der ist trotzdem jetzt in letzter Zeit mega schnell gewachsen. Ich weiß noch, der hatte vor gar nicht allzu langer Zeit noch 30.000 Abonnenten. Seit dieser Unge-Sache, der hat ja so ein Unge-Plakat in so ein McDonald's gehangen. Seit der Unge-Sache ist der echt krass gewachsen, ne? Warte hier. Macht auch hier, guck mal, 14.000 Abos in den letzten 30 Tagen, ist richtig stark. Hier war die Unge-Thematik. 5 Millionen Klicks. Ach du Scheiße. Guck mal, wie das jetzt bei ihm hochgeht. Richtig stark. Auch die Qualität ist richtig gut in seinen Videos hier. Videos reagieren, dicker Kurs. Wenn wir so weitermachen, können wir 2021 die 100.000 Abonnenten wirklich schaffen. Also bombt gerne das Video. Ja, er schafft er easy, also das ist kein Problem. Voll und schaut gerne nach, ob ihr schon abonniert habt. Ich würde mich sehr freuen. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bis jetzt, geht dann los, ne? Was geht ab, Freunde? Wie nachher CSGO. Habe ich mich also gezielt auf die Suche nach eBay-Betrügern gemacht, die angeblich Originalprodukte verkaufen, aber natürlich fake sind. Durch TJ bin ich ja auf das Video gekommen und da Pokémon sowieso gerade im Hype ist, gibt es gerade sehr, sehr viele Scammer auf eBay-Kleinanzeigen. Deswegen habe ich nach Fake-Displays gesucht, die als Original verkauft werden und habe tatsächlich folgende Anzeige gefunden. Hier, Pokémon XY Evolutions Display sealed für Sparky, grüß dich. Und auch er, moin. Ich habe ja nur noch die ganzen Screenshots von den ganzen gut Anzeigen. Gut, bis jetzt, alles klar, Mann. Gekauft hat, deswegen haben die Anzeigen rausgemacht. Hierbei handelt es sich um ein 100% originales XY Evolution S-Display. Wie gesagt, das hier ist das Bild. Das sieht aber doch jetzt schon... Ist das sonst so? Das sieht irgendwie richtig schlecht gemacht aus, ne? Das sieht unglaublich schlecht gemacht aus. Zugewesene. Das Ding ist halt, diese Evolution S-Displays, die Leute, die sich nicht mit Pokémon auskennen, sind eigentlich die beliebtesten Displays, weil die ganzen OG-Karten da drin sind. Dementsprechend hat es auch natürlich einen... Hey, na, gar kein Problem. ...so 1.300 € wert um den Dreh. Das ist eigentlich der Normalpreis von diesen Originalen. Es sieht auch so schlecht aus. Deswegen habe ich mir gedacht, 700 € sind doch ein bisschen zu wenig dafür. Ich habe ihn angeschrieben und habe gefragt, warum er sie für so billig verkauft. Und er hat gesagt, dass er genug davon hat und faire Preise anbieten möchte, angeblich. Und ja, dann habe ich das Display. Für 717 €, ich dachte, der macht jetzt so 30 €, 40 €, was ja auch schon viel ist. Für 717 € ist der, also hat er zu viel Geld? Play für 700 € gekauft. Aber natürlich, Freunde, der smarte Asiate hier hat natürlich mit PayPal gezahlt. Das heißt, ich kann das Geld immer zurückziehen, wenn das Produkt wirklich fake ist. Außerdem habe ich auch seine Telefonnummer und seinen Ausweis. Ich habe darauf bestanden, weil... Jo, 700 €, ihr wisst Bescheid. Passend. Okay, das ist gut. Ja, das ist sinnvoll gemacht. Booster Packs kaufen auf eBay. Ich habe gesehen, dass viele Verkäufer auch die Booster einzeln verkaufen. Da ist aber eigentlich immer das Problem, dass diese Packs gewogen werden. Bitte korrigiert mich, falls es falsch ist, aber ich glaube, so Holo-Karten wiegen mehr als normale Karten und deswegen kann man das halt leicht abwiegen. Und dann verkauft man halt diese einzelnen Packs, die leichter sind als die anderen Packs. Ich habe dieses Angebot hier gesehen. Die geben hier natürlich ungewogen an. Das kann man natürlich nicht beweisen, ob man das jetzt getan hat oder nicht. Aber ich hatte mir gedacht, dass ich mir diese Packs hole, um die mit
mit dem Fake-Display zu vergleichen. Und ich wollte außerdem auch gucken, ob die wirklich ungewogen sind. Und falls zum Beispiel in diesen vier Boostern eine Holo drin wäre, dann wäre der Typ, der es mir verkauft hat, der absolute Ehrenmann und hätte die Karten wirklich nicht gewogen. Deswegen habe ich die bestellt. Vier Stück für insgesamt 112 Euro. Neben dem ganzen Pokémon-Stuff habe ich mir gedacht, hole ich mir ein bisschen Streetwear. Hypebeast-Marken wie Supreme, Gucci und so werden ja ganz gerne mal gefaked. Deswegen habe ich mir gedacht, gucke ich mal nach Anzeigen von Fake-Streetwear. Und ich habe nicht wenig gefunden. Deswegen sind wir da auch auf die Suche gegangen. Schaut euch das mal an. Hier ein Supreme-Sweater hier für 45 Euro. Sweatshirt neu, yeah. Das ist der gleiche Sweater hier. Und ihr seht hier, die sind alle hier zwischen 350 und 500 Euro wert. Dementsprechend kann man hier ganz klar erkennen, dass es sich hierbei um einen Fake handelt. Er hat hier aber kein Fake geschrieben. Außerdem erkennt man hier sofort, dass das auch gefaked ist. Ich habe ihn dann gefragt, ob der Sweater original ist. Er hat sofort geschrieben, ja. Und dann wollte ich auch seine Telefonnummer haben, falls da irgendwelche... Alter, ja, er ist original. Wie dumm sind denn die Leute aber auch? Also, ey, das ist aber... Ich finde es einfach nur dämlich. Muss ich alles sagen, ist einfach nur dumm in meinen Augen. Probleme auftauchen oder so. Und er hat mich danach ein paar Stunden lang ignoriert. Ich habe ihm dann geschrieben, so, yo, wie sieht's aus? Können Sie mir Ihre Telefonnummer geben? Er hat dann so geschrieben, ja, weil Sie so aufdringlich waren, gebe ich Ihnen jetzt nicht Ihre Telefonnummer und so. Yo, richtig smart, der Typ. Dann habe ich noch einen niceen Cop bei Gucci gemacht. Dieses schöne T-Shirt hier, da habe ich den Verkäufer gefragt, ob es original ist. Er schreibt, ja, 5,50 Euro mit Versand. Ich habe sofort gepaid, wollte natürlich auch seine Telefonnummer haben. Er hat sie mir sofort gegeben, wir haben sogar kurz ein bisschen Ja, klar, ein originales Gucci-Shirt für 5,50 Euro plus Versand ist natürlich auch, finde ich, ein realistischer Preis. Geschnackt, weil Krank. Er mich angerufen hat, wegen Versand und so. Den werde ich gleich noch anrufen. Dann wollte ich noch auf Schuhe gehen, auf Off. Versand 400 Euro, wo liegt da das? Gut, bei 400 Euro Versand sind wir ungefähr wieder beim Preis, ne? Auf Yeezys. Das, was jeder feiert. Erstmal habe ich mir diese Schuhe noch gekauft. Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra für 80 Euro. Ein Schnäppchen, wenn die echt wären. Holy fuck. Er hat hier sogar noch mehrere Bilder geschickt, um zu zeigen, dass die echt sind. Original, die beste Qualität. Versand möglich PayPal. Bei Fragen melden Sie sich einfach. Der Verkäufer hat mir leider nicht seine Telefonnummer gegeben. Ganz, ganz schlauer Fuchs. Aber Freunde, wir wissen noch nicht zu 100%, ob die fake sind. Wir gucken gleich mal nach. Wenn die echt wären... Krank Stonks, Alter. Okay, Freunde, den letzten Schuh, den ich mir gekoppt habe, ist der Off-White Nike Air. Ein Gott ist Ehren, ja, sehr nice. Und das auch noch für 120 Euro vom lieben Fred. Ich musste hier seinen Nachnamen und seine Telefonnummer, die übrigens echt ist, zensieren. Wie ihr seht, den Schuh kann man für über 2700 Euro mindestens verkaufen in diesen Größen. Er hat nicht mal die Größe angegeben, what the fuck. Das sieht auch mega hässlich aus. Zu groß sind. Ja, ich habe ihn gefragt, ob sie original sind. Er hat ja gar nichts dazu geschrieben. Er hat gesagt, er hat sie für 190 Euro gekauft, was der normale Retailpreis von dem Schuh entspricht. Hab dann geschrieben, ja, okay, also original. Hab ihn nach PayPal gefragt, er hat es sofort gegeben. Ich hab's gekauft, heute angekommen. Wir machen jetzt die ganzen Pakete auf. Das schöne Pokémon Evolution Display haben wir schon im Stream getestet, ob es echt ist oder nicht. Ich zeige euch jetzt hier einen kurzen Zusammenschnitt davon. Ich habe leider keine Ahnung von Booster Packs. Ich habe damals welche aufgemacht, aber fake? Echt? Echt jetzt? Die anderen sind doch fake, aber die doch nicht. Wenn die keine fake sind. Oh mein Gott, Ultra-Scam, what the fuck? Guck dir doch das Artwork an. Bro, ich hab doch keine Ahnung, wie das Original ist. Hey, das sieht aber stark aus. Ich muss sagen, die sehen eigentlich übel echt aus. Das ist halt das Gute, wenn man sich mit Pokémon auskennt, so wie ich mich auskenne, dann denkt man, weiß man halt auch nicht, was hier fake ist und was hier echt ist. Aber das Artwork, das sieht auf jeden Fall jetzt schon richtig hässlich aus. Schale. Warte mal. Bruder, also no joke, bei denen hätte ich wenigstens gedacht, dass das kein Fake ist, Bro. Digga, die Scheiße ist unscharf, ne? What the fuck? Warum ist die umgedreht? Ist da ein Glurak drin? Ich glaube, da ist ein Glurak drin. Die ist einfach umgedreht. Oh, oh, what? Oh, Magnetine. Oh, oh. Ihr müsst mir sagen, ich habe keine Ahnung von Pokémon. Real? Real? Hey, stell dir mal vor, die waren doch echt und er hat gerade eben dieses Zeug kaputt gerissen. Was ein Vollidiot. Wenn die real ist, Digga, kann ich hier einem Fabo, der würde die sofort für 1000 Euro kaufen, Alter. Habe ich 300 Euro gemacht. Okay, die ist fake. Warum? Warum? Kein Pokémon-Logo drauf? Boah, Digga, wie geil sieht das aber aus? Kein Pokémon-Logo drauf, wie geil. Aber das macht ja gar keinen Spaß, die dann noch überhaupt zu öffnen, wenn man weiß, dass die fake sind. Richtig los. Ja, RGB Elias ist doch nice, Bruder. Wirklich, ich danke dir. Also beim Display muss ich ja sagen, es war ja eigentlich... Trotzdem obvious, muss da sein. Sind. Aber bei den ja gut, Michi kennt sich wieder aus, ne? Ich kenne mich da null aus. Da nicht mal die originalen Karten da drin war. Das fand ich schon sehr, sehr dreist. Der Supreme Sweater ist leider noch nicht rechtzeitig angekommen. Aber der Typ hat mit Hermes versendet, Alter. Wer schickt denn Post mit Hermes ab, Alter? By the way, obwohl ich den Sweater noch nicht mal bekommen habe, habe ich dem Verkäufer trotzdem geschrieben. Er hat sogar geantwortet. Und zwar mit... Nun reicht es aber so langsam mit Ihnen. Ausrufzeichen, Ausrufzeichen, Ausrufzeichen. Bla, 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 bla. Das Ding ist halt, der Typ ist auch noch so dreist und schreibt, ich biete Ihnen an, mir ausnahmsweise das
das Shirt zurückzuschicken. Alter, solche Leute fucken mich wirklich so ab. Er verkauft im Ernst obvious Fake-Produkte und meint so schreiben zu müssen und entschuldigt dich nicht mal, Alter. No joke. Solche Leute. Also ich habe es besten Wissens angeboten, sehen Sie auch meine ausnahmslos positiven Wertungen hier. Wenn Sie mit der Ware nicht einverstanden sind, dann ist das grundsätzlich Ihr Problem und haben auf privaten Verkaufsplattformen nichts verloren. Ich biete Ihnen an, mir ausnahmsweise das Shirt zurückzuschicken. Danach erstatte ich Ihnen das Geld zurück. Wie krass ist der Typ eigentlich, bitte so? Vor allem, der macht einfach so Fake-Sachen. Verkauft er das Original für 5,50 Euro. Also nicht mal meine T-Shirts sind 5,50 Euro wert. Die sind vielleicht 7 Euro wert. Und das ist bei ihm auf einmal Supreme, was der da verkauft. Das ist schon stark, muss ich sagen. Leute, einfach nur abschauen. Ah, übrigens, Freunde, stimmt, das Video ist gesponsert. Einen Moment. Kurze Werbung, denn ohne meinen Partner Just Legends wäre das ganze Video leider nicht zustande gekommen. Sie haben mir nämlich alles vom Video bezahlt. Ich könnte den ganzen Stuff von meinem eigenen Geld gar nicht bezahlen, deswegen... Ja, ich wollte gerade sagen. Ehrenmänner. Smart Gaming Nutrition Drinks. Hä, wie krass, Alter. Als ob er mit seinem Kanal, mit seiner Reichweite schon sowas machen kann. Ey, das finde ich heftig. Also finde ich wirklich heftig, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon krass. Das sind keine Booster wie Level Up oder Gamers Only, sondern da ist viel nicerer Stuff drin. Kannst du jetzt auch mit deinem Gaming-Channel stimmt bisset, ja, mit 5000 Abos. Nur Zucker. Aha. Und in einem Getränk von Just Legends sind 1,6% Zucker drin und auch viel weniger Koffein als bei anderen Brands. Mein Favorite-Geschmack, Iced Tea Peach, schmeckt wie Kindheit. Ihr kennt diese Tee-Körnchen da, das schmeckt eigentlich genauso. Wirkt einfach wie ein Red Bull, nur dass es besser schmeckt. Das sind richtig korrekte... Geil, beste Werbung. Ich habe das, schmeckt wie dieser Tee. Dann blendet er den Tee ein und dieser Tee kostet halt einfach im Supermarkt 1 Euro. Und hier kostet diese Packung 50 Euro oder 40 Euro. Aber ja, das schmeckt halt genau wie dieser Tee. Perfekt. Beste Werbung an der Stelle. Dann kann man nämlich auch einfach den Tee, dann kann man nämlich auch einfach diesen Tee kaufen. Der hat gerade sozusagen sein eigenes Dingenskirchen kaputt geredet. Ja, sein eigenes Placement kaputt geredet. Jungs, macht euch selbst schlau auf der Website und guckt, was... Oh, bitte nicht so hart, ja. 20%, alles in der Videobeschreibung. Ich liebe euch, dankeschön. Wir machen jetzt hier, das ist, glaube ich, das... Ja, das ist das Gucci-T-Shirt. Riecht nach türkischem Bazar. X ist doch niemals XXL. So, dann haben wir hier noch ein Amazon-Paket bekommen. Hier sollten die Schuhe drin sein. Keine Rechnung. Vor allem so Real, ein alles paar klar, orange, ein paar weiß. Sehr, sehr nice. Warte mal, ich vergleiche das mal. Hä? Sind die echt? Stell dich mal vor, die sind wirklich echt. Ey, ich erkenne gerade keinen Unterschied, ne? Ihr verkauft doch keine Sau für 120 Euro, wenn die 3000 Euro wert sind. Ich ruf den mal an. Ich ruf den einfach mal an. Oh! Und die Yeezys in Styropor eingewickelt. Schau richtig dran, what the fuck? Ich sehe nicht mal die Größe oder so. Im ersten Blick sehen die natürlich auch sehr, sehr echt aus. Gibt richtig, richtig gute Fakes, Alter. Ich weiß nicht mal die Größe von denen. Die sind 100% Fake. Das T-Shirt ist echt. Nein, Spaß, das T-Shirt ist... Warum habe ich das überhaupt an? Okay, Freunde, wir rufen jetzt mal beim Verkäufer von den Jordans an. Ich bin sehr, sehr gespannt, Alter. Ich tue mal so, als hätte ich mit irgendeinem Dude geredet, der mir gesagt hat, dass die zu 100% fake sind. Und guck mal, wie er drauf reagiert. Weil ich bin legit mir nicht sicher, ob die fake sind oder nicht. Boah, ich bin richtig aufgeregt, what the fuck. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Nice, Bro. Okay, dann versuchen wir es mal. Beim Gucci-Typen, der gesagt hat, dass es original ist. So. Ja, hallo. Ganz krank hier, ganz krank. Ich hatte das Gucci-T-Shirt bei Ihnen gekauft. Können Sie sich erinnern? Ja, genau. Ja, weiß ich noch. Ist das nicht angekommen? Doch, das ist angekommen. Allerdings habe ich ein kleines Problem. Und zwar habe ich heute mit vielen Leuten darüber geredet. Das sollte nämlich ein Geschenk sein. Und sie hatten mir gesagt, dass das T-Shirt gar nicht echt ist. Aber sie hatten mir auf eBay geschrieben, dass es original ist. Ach so, okay. Ja, verstehe. Und jetzt sagst du, dass du gerne das zurückschicken möchtest und das Geld wieder haben möchtest. Ne? Ja, genau. Wäre das möglich? Das können wir gerne machen, das ist gar kein Problem. Wussten Sie das oder was? Ja, ich weiß es selber nicht. Also ich wollte Sie jetzt nicht täuschen oder so. Ich wusste es selber nicht. Aber ich will mal davon ausgehen, dass es das ist, weil ich auch noch nirgendwo sehen konnte, dass es nicht original ist. Aber wenn natürlich jetzt dann die Jungs 100%ig sagen, nee, das ist nicht echt, wie auch immer, dann wird das vielleicht auch so sein. Ich bin kein Kenner davon, da muss ich gestehen. Also ich selber habe das T-Shirt nicht getragen. Wie schlecht ist das bitte? Also der verkauft ein Gucci-T-Shirt für 5,50 Euro mit Versand. Für 5,50 Euro einfach. Und fragt sich dann, naja, also ich wusste jetzt nicht, dass das fake ist, ja. Das kann man ja nicht wissen. Verkauft das für 5,50 Euro äußerst realistisch an der Stelle, ja. Ich habe es auch bekommen, sage ich mal. Ich dachte, okay, dann bevor ich das jetzt im Müll werfe oder so, verkaufe ich das mal. Ja. Genau, dann schreibe ich dir mal eben meine Adresse und dann schickt mir das einfach zurück und haben das dann eben auch. Ja. Okay, alles klar. Aber der war sehr kooperativ, muss ich sagen. Ja, sehr kooperativ. Ciao, ciao.
Zehner, wenn er es nicht wusste. Aber er war korrekt, er war korrekt. Es kann sein, dass er es nicht wusste. Aber ein Gucci-T-Shirt für 5 Euro... Nein, der wusste das zu 100%. Man verkauft nicht sein Gucci-T-Shirt für 5,50 Euro. Wenn man ganz klar im Internet im Gucci-Store sehen kann, dass das Ding 200 Euro wert ist oder so. Oder 100 Euro. So nicht. Der Dude mit den Off-Whites hat mir geschrieben. Kann ich ihn anrufen? Mom, geht's jetzt? Nee, immer noch nicht. Ich rufe ihn mal auf WhatsApp an. Whisky, Bruder. Hallo? Hallo, hast du kurz Zeit? Ja, kannst du reden. Und schön willkommen. Schuhe sind angekommen. Nur habe ich ein kleines Problem. Und zwar habe ich... Und er hat gesagt, die sind auf gar keinen Fall original. Kannst du mir da mehr dazu sagen? Ja, ich kann ja nichts dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob original sind oder nicht original. Ich habe die Schuhe, wie ich dir gesagt habe, 190 Euro gekauft. Und ich habe die getragen. Aber ich bin ja keine Schuhe später oder sowas, weißt du? Wenn ich hier Schuhe kaufe, ich gucke nicht nach. Ich kaufe die nur, weil ich ja die mache. Wo hast du den gekauft? Kann ich das fragen? Ja, im Internet. Wo, welche Seite? Weißt du es noch? Nicht aus Nike. Ist irgendwie ein Internet. Das habe ich seit fast einem Jahr oder so. Ah, okay. Was los? Gefällt dir nicht oder wie? Doch, gefällt mir. Aber ich habe halt gedacht, also ich wollte halt originale Schuhe haben. Weißt du, was ich meine? Ja, kann ich sie dir zurücksenden? Ist das okay? Ja, kannst du machen. Okay. Okay, alles klar. Dankeschön. Okay, mach's gut. Ciao. Ja, mach's gut. Die sind alle sehr kooperativ und sagen, ja, hier kannst du zurücksenden. Die Frage ist auch, vielleicht haben die auch Angst, dass er die Leute dann anzeigen wird. Ja, und die dann deswegen kooperativ sind. Ich weiß immer noch nicht, ob die echt sind oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mali, die echt sind. Hey. Es sieht sehr danach aus, irgendwie alle Einzelheiten sind eigentlich da. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Schuhe echt sind. Ich warte mal auf jeden Fall ab, bis das Video online kommt und dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die echt sind oder nicht. Ey, mal schauen, was die Leute drunter geschrieben haben. Glaubt ihr, die waren echt? Warte. Die sahen nicht echt aus. Also, hab voll Bock. Nice. Sehr geiles Video. Ja, toll. Sahen nicht echt aus. Also die meisten sagen auch, dass es nicht echt aus. Weil sonst verkaufe ich die woanders und schicke die nicht zurück. Ich glaube ihm das tatsächlich, dass er das nicht wusste. Auch wenn es ein bisschen sass rüberkommt. Wir wollen mal nicht so sein, ne? Ja, aber trotzdem, wenn er das nicht wusste, der sieht doch im Internet, dass diese Schuhe dann 2700 Euro wert sind. Da biete ich die doch nicht an für 100 Euro. Was ist das für eine Scheiße? Okay, Freunde, kann mir keiner erzählen, wirklich. Teil für mich. Wir rufen jetzt den Big Scammer 700 Euro Display-Verkäufer an. Ich bin so dumm, ich habe gar nicht gecheckt, ob die Nummer jetzt real ist oder nicht. We try. Ich glaube nicht, dass er annehmen wird. Okay, es geht durch. Hallo? Ja, hallo, Leon Gönn am Telefon von eBay Kleinanzeigen. Ich habe vor ein paar Tagen für 700 Euro bei Ihnen ein Pokémon Evolution Display gekauft. Ich habe es heute ausgepackt und noch ein paar Freunde gefragt, ob es sich dabei um ein Original handelt. Und die hatten mir gesagt, dass das unterwegs komplett fake ist und die Karten nicht echt sind. Könnten Sie mir dazu mehr sagen? Ich ruf nochmal an. Digga, what the fuck, ich ruf nochmal an. Er legt einfach auf. Er weiß da anstatt einfach. Er wartet auf eine Antwort und der legt auf, der Typ. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreicht. Direkt blockiert, ja, der hat ihn direkt blockiert. Halt's Maul. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit. Heftig. Aber ich weiß jetzt, dass es eine reale Nummer ist, weil sonst würde er nicht so reagieren. What the fuck? Das stimmt, aber wie dumm aber auch. Bei TJ war es genauso. Er hatte auch die Adresse und alles von seinem Scammer. Alter, manche Leute sind aber auch echt dumm, Mann. Ich habe hier ja auch alles über PayPal gezahlt, also das sollte kein Problem sein, die 700 Euro zurückzubekommen. Ich hoffe, der scheißt sich gerade ein, Alter. Ich werde jetzt, glaube ich, direkt PayPal schreiben und die Packs zeigen und so. Und falls da nichts kommt oder so, gehe ich halt zur Polizei auf. Deutscher Basis. Freunde, das war's mit dem Video. Lasst mich gerne wissen, nice, ob ihr einen zweiten Teil von dem Video seht. Ey, aber auch anders dumm, ne? Also der Typ, der hat seine echte Telefonnummer hinterlegt, legt auch direkt auf, zeigt sich nicht mal ansatzweise kooperativ. Sehr dummer Mensch, ja. Also wirklich ein sehr, sehr dummer Mensch. Aber was willst du machen? Ja, da kannst du, wirklich, das sind halt die Leute, die in die Kuh von wirklich eine Banane haben. Keine Ahnung, das ist einfach unfassbar dumm.